Okay, das ist jetzt ein bisschen, hat es niemand geschah. Bevor sie den Deckel öffnet, werfe ich durch den schmalen Spalt einen Blick nach draußen und sehe fünf gerüstete Goblins, die Eisenstangen entriegelt haben, jetzt nur auf ein paar Schritte von mir entfernt sind. Sie schauen sich ohne Unterlass im Raum um und werfen Blicke in die Schatten. Schließlich hebt einer von ihnen den Kopf, um zu sprechen. Vielleicht hatte sie eine Ratte aufgelöst. Der Koch hatte neue Updates. Hat sich erst neulich über die Ratten beschwert. Ratten? Willst du mir sagen, dass eine Ratte die Falle ausgelegt hat? Fragt ein fetter Goblin den anderen einen zweifelnden Gesichtsausdruck. Und damit dringt ein Piep, 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 Piep aus der Ecke, in der sich Kit streckt. Stutzig geworden halten die Goblins inne und sehen einander an. Nach einer kurzen Weile reibt sich der Chef langsam den Kinn und sagt, nein, waren es nicht in Wirklichkeit steunende Katzen, über die sich der Koch beschwert hat? Erklingt die Stimme ein zweites Mal. Erneut blicken sich die Goblins an, das ist seltsam. Ich glaube gehört zu haben, dass eine bösartige Heckram gewesen sei, der in Vorratskammer eingebrochen ist. Diesmal kein einziger Pieps. Ich kann mir nur ausmalen, wie Kit sich in den Kopf zerbricht, um zu erinnern, wie ein Heckram klingt. Wie ich es mir dachte, ein Dieb, sagte eine der Wachen, aber gerade als sie beginnen, sich zu ihnen bewegen zu setzen. Oh, na dann, das ist sicher ein Heckran. Zweifellos, sagte eine von ihnen und grinst die anderen an. Nun, das ist dann ist er ziemlich beängstigend. Kommt, schnell, lass uns von hier verschwinden. Die Meute beginnen aus der Schatzkammer hinaus zu marschieren. Aber dann stürzt sich die Goblins plötzlich auf alle Goldhaufen. Na, was haben wir denn hier? Hey, nehmt eure Hände von mir, ihr schleimigen Missgeburten, schreit Kit, während sie sich windet, um freizukommen. Schleimig? Ein Dieb wie du ist nicht gerade in der Position, niemanden zu kritisieren, brüllt sie eine an, nachdem sie sich selbst mit einem Tritt aus ihrem Griff befreit hat, weicht sie langsam in die Ecke des Raumes zurück. Die Goblins beginnen sie zu umzingeln, während sie vor sich hinlachen. Ich verlasse leise mein Versteck und ziehe mein Messer. Es mit einer ganzen bewaffneten Goblins-Truppe aufzunehmen ist aussichtslos, selbst für Kit. Was soll ich tun? Offen gesagt befinde ich mich in einer Zwickmühle. Ich muss sie retten. Ja, ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen, besonders nicht in einer Situation wie dieser. Mein Messer packend stürme ich in die Mitte des Raums und rufe, hey, ihr blöden Trottel! Sie alle drehen sich um und starren mich einen Moment ausdruckslos an, bevor sich ihr Gesichtsausdruck in Ärger verwandelt. Du bist hierher gekommen, um zu sterben, oder? Kleiner Mann? Schluck? Du willst wirklich so dringend, dass wir dich platt machen? Nun, ich schätze, wir können dir behilflich sein, sagte der Goblin-Boss laut lachend. Ohne einen Moment zu zögern, schreit Kit zurück. Glaubt nicht, dass ihr so einfach einem Kampf mit Leuten wie der großartigen Kit anfangen und davon kommen könntet. Warte einen Moment. Du bist also die schwer zu fassenden Kit? Fragte der Boss, während ich seine Augen etwas verengt. Wie wunderbar das ist. Wenn ich deinen Kopf Lord Links überbringe, gibt er mir vielleicht eine nette Belohnung. Der Goblin-Boss löst seinen Morgenstern von seiner Seite und die riesige Eisenkugel poltert zu Boden. Bitte verwechselt uns nicht mit irgendwelchen gewöhnlichen Goblins. Wir, die über all Furcht in die Herzen der Menschen vertreiben, sind Dings Elite-Sicherheitstruppe, das furchterregendste magische Verschlingerteam. Wenn ihr Zeit habt, diesen ganzen Unsinn zu verbreiten, dann habt ihr sicher auch genügend Zeit, auch in die Ärsche zu retten zu lassen, schreit Kit, bevor sie einen heftigen Rundumtritt ausführt. Der Goblin... Was? Stuck? Was? Dax und Taumit, dein von der Kraft ihrer Attacke schwindet. Lass sie uns erledigen, Jungs, mit der kleinen Niete dort drüben. Metallkugeln beginnen herumzuschwingen und mit tödlicher Geschwindigkeit durch die Luft zu tauschen. Verschlinger, Stummangriff, jetzt! Wie der Wind über den Boden gleiten, stimmen sämtliche Goblins gleichzeitig auf uns zu. Falls mich umblicke, ist alles, was ich sehe, ein Goblin, der Frontal mich aufbreitet, ist seine Waffe. Ausweichen. Die Mitte drückt meine Schulter und bringt mich aus dem Gleichgewicht. Da wir mich verschmessen können, bin ich auch kaum in der Lage, meinen Kopf der Vorbereitung auf den nächsten Angriff zuzuheben. Hahaha, guter Junge. Komm schon, lass uns da mehr Spaß haben. Beginne ich mir deine besondere Rolle ins Geräusch zu holen. Ich drehe mich um und sehe, wie magisch schwarzer Wind Zauber auf seinen Fingerspitzen hervorschlägt und sich mit der Mitte in der Luft die zahllosen Klinge verwandelt. Sie fliegen wie Zielsucher, geht auf einen Goblin zu und zerfetzt ihn. Kann ein Mensch eine solche Kraft besitzen? Wer bist du? Der Goblin schreit vor Schmerz auf, als sein Körper mühelos in Stücke gerissen wird.
Magers Gesichtsausdruck verändert sich nicht, als er ruhig die Szene überblickt, um sich sein nächstes Ziel zu suchen. Ein weiterer riesiger Eisenkugel saust durch die Luft und schwingt auf mich herum. Zur Seite wollen ausweichen. So schnell ich kann, wollte ich zur Seite und versuche den Angriff ausweichen. Trotzdem tritt man die Eisenkugel mitten in den Rücken und greift mich von den Füßen. Es ruhen, während mein Hinterkopf auf den harten Stein knallt. Ich wollte zur Seite und versuche mich zu sammeln, aber das Pochen, das Schmerzen ist unerträglich. Sing, Junge! Sing das Lied der Schmerzen! Als ich davon kriege, sehe ich plötzlich einen dunklen Schatten der Boden unter der Decken. Als ich durch hochblicke, sehe ich, dass ein riesiges Goblin über meinen hinteren Körper. Stirb, brüllt der Goblin, als er seine Waffe herunterschwingt. Nein! Ich werde es ihm nicht so leicht machen. Ich hätte ein sonderbares Geheimnis geholt. Ah, okay. Und er ist auch tot. Ja. Also mir hier umblick ist alles, was ich sehe, ein Goblin, der von dort nicht. Nachdem ich verzeugt, die Attacke der Goblin abgibt, versuche ich mit meinem Messer auf ihn zu stürzen. Jedoch packt mich der Goblin noch, bevor er etwas zu tun hat, in den dicken Arm schneidet mich so fast wie er kann und zu Boden. Mein Geist schaltet durch den Schock komplett ab. Wenn ich hinter mir sage, ja. Wieso bringt er nicht gleich alle um, Mann? Den Bastard dran. Zum Schluss ist mein Kopf in das Gesicht des Goblins. Mein Kopf fühlt sich an, als ob er von einem Hammer getroffen wurde. Als ich jedoch den Augen öffne, sehe ich, dass der Goblin in einer Art weiteren Schwimmelfassung ist als ich. Er stürzt betäubt nach hinten, sein Mund ist eine blutige Ruine. Lang lebe Lord Links, Ehre den magischen Verschlingern. Ruf der letzte der Goblins, bevor er das blutige Haufen zum Boden stürzt. Das war der letzte. Boah, das macht keinen Spaß, alles hier durchzulesen. Oder vorzulesen. Einfach, sagte Kit und wischte sich etwas Schweiß von der Stirn. Verdammt, Serge, du bist ein Trottel zu glauben, du könntest mich von dieser Idioten retten. Aber es hat ziemlich gut funktioniert, was, Kumpel? Wir müssen uns auf den Weg machen, sagte Marvin. Wir haben keine Zeit. Keine Ahnung, wer jetzt noch weiß, dass wir hier sind. Ich weiß. Dieser Bastard bereitet uns viel zu viel Ärger. Die haben gesagt, sie wären Links persönliche Wachen, nicht? Sie könnten was Wertvolles dabei haben, aber noch bevor sie sich auf die Fährt... beginnt bereits die Kleidung des Goblins-Führers zu durchsuchen. Oh Mann, es besteht echt keinen Grund, so ein Arschgeier zu sein. Hey, was ist das? Fragt sie, als sie einen kleinen Metallgegenstand aus der Tasche des Goblins zieht. Es ist eine Art handförmiges Medaillon, das mit archaisch aussehenden Symbolen bedeckt ist. Es ist ein Schlüssel, sagt Merkel, nachdem er an unserer Seite getreten ist. Diese Beschriftung deutet darauf hin, dass er ein bestimmtes magisches Siegel löst. Wow, gut, ihr Verlust, sagt Kit. Während sie die Scheibe beiläufig in ihre Tasche steckt. Verdammt, sonst haben sie kein brauchbares Zeug. Wertlose Goblins. Sie steht auf und zieht sich seufzend um. Trotzdem ist es eine Verschwendung, diese ganze Beute hier zu lassen. Wir können sie immer noch später holen, Kit. Kit dreht sich um und grinst. Ja, du hast recht. Okay, lass uns gehen. Die Nacht wird nicht ewig dauern. Irgendwie kommt es mir so vor, dass es ewig schon ist. Zur Treppe weitergehen. War da nicht die Falle oder so? Eintreten. Du bist nicht zugleich mal so ist oder sowas in der Art. Zur Terrasse weitergehen.
Irgendwie regt mich das auf, dieses ganze Spielen. Dieses ganze Vorlesen. Ja, du hast auch irgendwie nichts anderes zu sagen, oder? Wir gehen nach links. Studierzimmer, da waren wir schon. Zum Ballsaal weitergehen. Vielleicht finden wir ja da was. Die Treppe nehmen. Vielleicht müssen das jetzt dieses Teil, was wir jetzt gefunden haben, diesen komischen Typen geben. Durch den Bogengang. Ich hätte unschuldig anzögert, gerade wie ein Accessoire. Es mit der handförmigen Scheibe versuchen. Ihre seltsamen gewohnten Symbole verursachen mir schon einen bloßen Ansehen, Kopfschmerzen. Nervös strecke ich meinen Arm aus und platziere sie auf der Zunge. Sie passt perfekt. Nachdem sie an ihrem Platz geglitten ist, ziehe ich schnell meine Hand heraus und weiche ein paar Schritte zurück. Die großen weißen Augen beginnen sich langsam umzuwegen, bevor uns. Und von hinten der Wand ist eine schwache Vibration zu spüren. Etwas passiert, etwas Großes. Ich wünschte nur, ich wüsste, ob es gut oder schlecht ist. Der Mund der Wahrheit gibt einen besonderen Laut vor sich, während seine Augen weiter rumrollen. Ich will weglaufen, als ich mich jedoch umblicke, um den allzeit furchtlosen Ausdruck in Kids Augen zu sehen, bleibe ich, wo ich bin. Plötzlich hört die marmorische Skulptur auf, sie zu bewegen. Ich blicke sie an und frage mich, was da jetzt los ist. Dann beginnt sie, ihre Zunge mit im Mund herumzubewegen, während ihr Blick weiter nach oben wandert, bis ihre Pupillen unter den Augenlidern verschwinden. Wir hören, wie die Scheibe ihre Kehle runtergleitet und irgendwo in den unergründlichen dunklen Tiefen der Villa verschwindet. Was geht hier vor sich? Scheinbar verspürt ein frommes Wesen wie dieses eigentlich das Bedürfnis, mit den Augen zu rollen. Die einfache Tatsache, dass Magie gerade versucht hat, einen Scherz zu machen, lässt mich innehalten und für eine Sekunde vergessen, wo ich bin. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass du noch mehr von meinem Zeug verlierst. Ich hätte viel Geld dafür kriegen können, sagte Kit bedauernd. Plötzlich hören wir ein Arterium hier ein Geräusch, als ob eine Sperre geöffnet wurde, und dann ein paar Augenblicke später hat das Geräusch von abfließendem Wasser durch den Korridor. Als ich einige Schritte auf das Arterium zugehe, sehe ich, dass im Wasser ein Wirbel entstanden ist und es in den Teich abfließt. Die Piranhas werden weggespült. Was ist das Problem, kleine Fischchen? Nicht genug Wasser? Oh, die Spielzeit ist vorbei, ihr widerlichen Scheiße. Komm schon, ich sterbe dafür zu sehen, was hinter diesem Brunnen liegt. Damit haben wir eigentlich alles untersucht, okay.
Nachdem wir das Atrium durchquert haben, erreichen wir schließlich eine Stelle, an der sich der Weg teilt. Wir können von hier aus entweder nach rechts oder nach links gehen. Und wir machen ein Safe State. Wir nehmen den rechten Weg mal. Oder nein, den linken. Nachdem wir den rechten Weg genommen haben, erreichen wir eine alt aussehende Tür mit Missing-Klinke. Verdammt, noch eine verschlossene Tür. Ich verstehe das nicht. Es riecht nach Gold und sonst irgendwas. Sie führt in die Verliese Vipers Mine und sagt Magie bedächtig. Er hat recht. Während wir hier in der Stille stehen, wird mir klar, dass ein schwacher Todesgeruch in der Luft liegt. Und dann, dass ich mein Ohr an der Tür lege, beginne ich tief, gequälte Schreie von weit dahinter zu hören. Ich springe die Tür Ich springe die Tür anstarrend zurück. Lass uns woanders versuchen. Zur Abzweigung rechts geht es zur Altarum, während wir. Rechts geht es so um zurück, sollte ich vor uns nicht an den dunklen zu. Geradeaus weitergehen. Nachdem eine kurze Weile nach die Treppe nehmen. Steigen langsam die Stufen hinunter, die uns tief von unter die Oberfläche führen. Es ist also, ob wir tiefer in den endlosen Abgrund hinabsteigen würden. Nachdem wir uns auf den Grund angekommen sind, erreichen wir eine weitere Gabelung. Wir können uns nach links oder rechts wenden. Speichern wir. Wir nehmen den rechten. Ich rieche Hausmannskost. Eintreten. Licht ist an. Oh, es ist nur eine kleine Küche. Vermutlich nur für. Vermutlich für die Diener viel geschehen zu. Ich blicke mich in den winzigen Raum um. Es gibt eine Spüle, Töpfe und Pfannen und eine Menge Essen in der Schränke. In einer Ecke hängt ein Käfig mit einer Ratte darin. Aber abgesehen davon ist es halt ziemlich gewöhnliche Küche. Kit geht zu einem großen Kochtopf und späht hinein. Riecht frisch. Willst du etwas essen, Tisch? Sicher. Was? Auf keinen Fall. Sicher. Späht vorsichtig in den Topf. Es sieht wie eine Art Eintopf aus. Ich stecke den Schopflöffel, der auf den Halt liegt, hinein und nehme eine große Kehle. Köstlich. Kit blickt mich wieder an. Nach einem Moment des Zögerns kommt sie rüber. Hör auf, mir alles wegzufuttern, Serge. Sagt sie, nimmt den Schöpflöffel und schnuppert an dem warmen Geräusch. Willst du auch was, Magie? Nein, danke. Wir nehmen Schüsseln aus den Regalen und bedienen uns selbst nach einem bisschen. Aber als wir immer mehr wissen, hat sie eine Wärme. Scheint aus der Richtung des Käfigs zu kommen. Ach, was für eine unabhängiger junge Bursche. Tragen heutzutage alle Jungzöpfe? Ich halte ihn und schaue Kit an. Wer ist da? Als wir in Richtung der Stimme blicken, sehen wir lediglich eine einsame Ratze. Sie starrt uns mit ihren kleinen, wachsamen Augen an. Hey, entschuldige, du bist ein Mädchen, kein Junge. Es sieht so aus, als ob Kit nicht wüsste, ob sie das verwirren oder aufregen soll. Aber unter uns, ich glaube nicht, dass das erste Mal ist, dass ihre Persönlichkeit dazu führt, dass jemand sie für einen Jungen hält. Jedenfalls fährt die Ratte fort. Hört mir bitte zu, freundliche Menschen. Ich bin in einer höchst unglücklichen Situation gefangen. Als ich heute Morgen auf dem Weg zur Küche war, um für meine Mutter etwas zu essen heimzuholen, haben mich Goblins gefangen in diesen Käfig eingesperrt. Wenn ich es nicht schaffe, jetzt einzukommen, soll es meine Beilage für ihre nächste Mahlzeit werden. Und wir sehen uns im nächsten Part.